In diesem Video geht es um die besten Fahrradanhänger. Der Qualitätssieger in unserem Fahrradanhänger-Test geht an den Duramax Big Mike. Mit dem Duramax Big Mike Fahrradanhänger sind alle Utensilien für den nächsten Fahrradausflug sicher verstaut. Alles findet in der geräumigen 70 Litern Transportbox Platz und wird von der wetterfesten Abdeckplane zuverlässig vor Nässe geschützt. Mit einer Tragkraft von maximal 40 Kilogramm gewährleistet der Lastenanhänger optimale Stabilität und Sicherheit beim Fahren und vor allem beim Bremsvorgang. Die Kugelkupplung für die schnelle Befestigung am Fahrrad passt an fast alle Fahrräder mit 26 bis 28 Zoll. Auch beim Einkaufen ist der Lastenanhänger eine große Unterstützung. Er kann bis zu 2 Getränkekisten auf sein robustes Metallgehäuse laden und transportieren. Die Maße der mitgelieferte Transportbox betragen 39 x 29,5 x 58 cm. Der Big Mike kann auch als Handwagen benutzt werden. Eine Hochdeichsel mit Kugelkupplung sorgt für eine leichte Montage. Die Handgriffe haben eine angenehme Höhe für das manuelle Ziehen und per montierbarem Standfuß lässt er sich sicher abstellen. Big Mike fährt auf 2 16 Zoll Reifen mit Luftbefüllung, die mittels Druckhebeleinrastung in Sekundenschnelle an- und abbaubar sind. Über die praktischen Autoventile kann die Luftbereifung problemlos aufgepumpt werden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Tiggo Fahrradanhänger. Der Tiggo Fahrradanhänger ist ein vielseitiger und robuster Transporter. Er hat sich sehr bewährt und wurde mehr als 50.000 Mal getestet. Vielseitig im Einsatz, vor allem für alle Hobbys, bei Gärtnern und Zeitungsverteilern geschätzt. Er hat einen stabilen Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet und verfügt über eine leicht zu entfernende Transportbox aus schlagfestem, recycelbarem Kunststoff. Passt an fast alle Fahrräder 16 Zoll Luftbereifung mit stabiler Kunststofffelge 75 Liter. Er hat einen stabilen Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet und verfügt über eine leicht zu entfernende Transportbox aus schlagfestem, recycelbarem Kunststoff. Für alle Fahrräder zwischen 26 und 28 Zoll nutzbar. Maximale Geschwindigkeit 20 km pro Stunde. Der Preis-Leistungssieger in dem Fahrradanhänger-Test ist der DMS Fahrradanhänger. Der Fahrradanhänger ist leicht aufzubauen. Werkzeug und Montagematerial werden mitgeliefert. Illustrierte Anleitung liegt bei. Er hat einen stabilen Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet und verfügt über eine leicht zu entfernende Transportbox aus schlagfestem, recycelbarem Kunststoff. Die 70 Liter Kunststoffwanne ist herausnehmbar. Dadurch kann der Inhalt händisch weiter transportiert werden, beispielsweise der Einkauf ins Haus getragen werden. Ihr Inhalt wird durch die mitgelieferte Abdeckplane vor Feuchtigkeit geschützt. Die lange Deichsel ist mit einem Griff zum Ziehen ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen die bequeme Nutzung als Handwagen. Ideal, wenn Sie den Transportanhänger zum Austragen von Zeitungen nutzen möchten. An den Seiten, Speichen und am Heck sind insgesamt 8 Reflektoren verbaut. Sie werfen das einfallende Licht von Scheinwerfern zurück und erhöhen im Dunkeln die Sichtbarkeit des Anhängers. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.